Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Gestern ist das Weekly Update erschienen von Destiny und es behebt einige Bugs, die im Gefängnis der Alten bzw. die Prüfungen von Osiris und die Schlüssel betreffen. Wir fangen jetzt gleich einmal an mit den Schlüssel für das Gefängnis der Alten. Bei dem ersten abgeschlossenen gesuchten gefallenen Beutezug jeder Woche bekommt man nun garantiert einen Schatzschlüssel. Also geht zu Petro hin, nehmt euch einen Beutezug, absolviert ihn und bekommt sofort einen Schatzschlüssel pro Woche. Die Droparate für die Schlüssel links und rechts von den kleinen Truhen im Gefängnis der Alten wurde erhöht. Also wenn ihr die große Truhe nicht aufmacht und links und rechts die kleinen aufmacht, kann jetzt eventuell öfter ein Schatzschlüssel draus spawnen. Wenn ihr patrouilliert, könnt ihr aus den Truhen eventuell auch Schatzschlüssel bekommen. Diese Droparate wurde jetzt ebenfalls erhöht, aber ihr könnt nur mehr die Schatztruhe einmal öffnen. Das wurde nämlich behoben, dass ihr in ein anderes Gebiet reist, wieder reinreist. Ja, und dann die einfach neu aufmachen könnt. Das wurde behoben. Und nun kommen wir zum Gefängnis der Alten. Ein lästiger Bug wurde ebenfalls behoben, bei dem ihr das Schiff von dem 35er Prison of Elders nicht bekommen könnt. Also das wurde einfach euch überhaupt nicht zugesandt und euch ebenfalls auch nicht in die Poststelle gebracht. Ebenfalls wurde ein Bug behoben, bei dem ihr nicht das ältesten Monogramm, also die Bounty für die exotischen Waffen, nicht bekommen könnt, wenn das Beutezuginventar voll war. Das wurde ebenfalls behoben. Nun müsstet ihr es, glaube ich, auch in die Poststelle bekommen. Der Schaden durch Quidons Blick, ich hoffe, das habe ich richtig gesagt, das ist dieser Bossgegner, wo diese Kuppel kommt, wenn ihr nicht diesen Goblin tötet. Dieser Schaden wurde um 25% reduziert. Ebenfalls wurde der Schadensmultiplikator für das Perk Gefängnisausbrecher um 100% erhöht. Nun kommen wir zu den Prüfungen von Osiris. Ein sehr häufiger Bug, der auch mir passiert ist, ist, dass ihr das Osiris-Abzeichen nicht bekommt, wenn die ganzen Abzeichen voll sind, also das Inventar für die Abzeichen voll ist. Dieser Bug wurde behoben und jetzt, wenn ihr einfach Osiris nochmal flawless abschießt und die Truhe aufmacht, wird euch das Emblem zur Post geschickt, wenn ihr das ganze Inventar voll habt. Nun kommen wir zu den restlichen Fixes von diesem Weekly Update. Es gab einen seltenen Bug, bei dem der wöchentliche heroische Strike keine Engramme abwarf, also ihr habt überhaupt keine Engramme bekommen, wenn ihr den wöchentlichen Strike abgeschlossen habt. Wenn ihr jetzt Äther-Truhen in der Patrouille aufmacht, also wenn ihr zum Beispiel Farmen tut für die Schlüssel, bekommt ihr nun Rufpunkte für den Zorn der Königin. Ebenfalls hat man in diesen Truhen eine Chance, Zeichen des Flugs, Zeichen der Identität oder Zeichen des Urteils zu finden, die ihr wiederum zerlegen könnt für Rufpunkte Haus des Urteils. Das heißt, wenn ihr zu viele Zeichen habt, drückt ihr einfach auf Abgeben und es wird euch 10 Rufpunkte bei Haus des Urteils dazugerechnet. Ebenfalls bekommt ihr nun aus diesen Kisten auch keine Munitionssynthesen mehr raus und im Inventar können ab sofort nur mehr 100 Munitionssynthesen gestapelt werden. So, okay, das war's auch schon wieder mit dem Weekly Update. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und abonniert für mehr Destiny Videos. Danke, ciao und tschüss, euer Shazix.